Willkommen zum Startup Teens YouTube Live Event. Welche Skills sind gefragt, wenn man ein Startup gründen oder ein Unternehmen übernehmen möchte? Und woher bekommt man diese Skills? Spannende Fragen und ein paar spannende Antworten bekommt ihr in den nächsten 60 Minuten genau hier. Startup Teens hat in Zusammenarbeit mit dem Reach Euregio Startup Center der Universität Münster ein paar tolle Persönlichkeiten für unsere heutige Session ausgewählt, die uns die Power der Region Münsterland zeigen werden. Und das freut mich ganz besonders, denn von der Grundschulzeit bis zum Abi habe ich im Münsterland gelebt. Und bis heute ist es immer noch ein Stück Heimat für mich. Und wo ich gerade schon nostalgisch bin, zuerst mal eine Frage an euch da draußen, bevor wir natürlich auch in die Talkrunde einsteigen. Heute ist nämlich der 21. April. Und vor allem für Teens war das vor einigen Jahren ein ganz besonderer Tag. Und wer weiß warum? Ihr habt einen kurzen Moment zum Nachdenken. Ihr könnt es gerne im YouTube-Chat reinschreiben. Wer weiß, was am 21. April los war, vor einiger Zeit? 3, 2, 1. Ich löse auf. Am 21. April 1989, also vor 32 Jahren, kam der Nintendo Game Boy auf den Markt. Alter Schwede! Und wurde natürlich direkt zum Millionenseller. Und das Spiel Tetris war damals mit im Paket dabei, daran erinnere ich mich noch. Und wer das kennt, weiß, dass man seine Konzentrationsskills damit auch richtig super schulen konnte. Das habe ich zumindest immer meinen Eltern gesagt. Jetzt aber wieder zurückgebeamt ins Jahr 2021 und wir sprechen jetzt in unserem digitalen und interaktiven Event mit erfolgreichen GründerInnen und einer Familienunternehmerin. Und interaktiv ist es deswegen, weil eure Fragen im Mittelpunkt stehen sollen. Und diese könnt ihr im Chat eingeben bei YouTube. Und dann erhalte ich eine Auswahl von Startup-Teams im Hintergrund, die ich dann gerne ins Gespräch einbringe. Und damit auch nochmal Hallo an das Team im Hintergrund. Ohne euch geht es nämlich gar nicht. Vielen Dank. So, genug erklärt. Jetzt geht es um die Skills der UnternehmerInnen und wir freuen uns auf Lara Wagemann, Gründerin von Allcup, Jonas Hülskötter, Gründer von Urban Hive, Eike Schierenberg, Gründer von Lots to Drive und Dr. Anna Weber, CEO des mittelständischen Familienunternehmens Baby One. Last but not least, mein Name ist Shirin de Bruyn und ich bin auch als Mentorin bei Startup Teens an Bord und mit meinem Unternehmen Corporate Kitchen auf Mission Mut zur Persönlichkeit in Sachen Kommunikation mit einem Herz und Zündstoff für junge Startups und auch etablierte UnternehmerInnen. Ich freue mich, dabei zu sein. Und um den Mut zur Persönlichkeit dreht es sich auch jetzt. Wir starten nämlich mit einer kurzen Vorstellungsrunde und ich habe auch alle vier Talkgäste nach drei Hashtags gefragt, die ihre wichtigsten Skills auf den Punkt bringen. Denn um Skills geht's heute. Lasst uns gespannt sein und anfangen würde ich jetzt gerne mit Lara Wagemann von Allcup, denn sie hat es nicht mehr ausgehalten, dass täglich 8 Millionen Einwegbecher weggeworfen werden und hat sich gedacht, das möchte ich ändern, finde ich eine super Sache. Und Lara, stell dich bitte kurz vor und verrate uns deine drei Skill-Hashtags. Ja, guten Abend auch von mir. Wie Shirin gerade schon gesagt hat, sind wir auf der Mission unterwegs, einen nachhaltigen und essbaren Kaffeebecher zu kreieren, der auch noch ein Einweg-Kaffeebecher ist. Und dabei bin ich nicht alleine, wir machen das sogar im Team. Meine drei Hashtags sind Make Sustainability Easy, denn das kann man machen mit unserem Allcup. Dann Hashtag Women's Empowerment, weil es immer noch sehr wenig Frauen in der Gründerszene gibt und die auf jeden Fall mehr werden sollten. Und noch Personal Growth, weil man eben super viel lernt, wenn man gründet. Vielen lieben Dank, liebe Lara. Und als Zweiten in der Runde ist Jonas Hülskötter von Urban Hive mit dabei. Er hat eine ganz tolle Lösung geschaffen, die Natur und Mensch in Einklang bringt, super aussieht und dabei auch noch schmeckt, wenn man ein bisschen Geduld hat. Jonas, erzähl uns mehr und nenne uns deine wichtigsten Skills. Ja, ein Hallo auch von mir in die Runde. Ich freue mich, heute Abend hier zu sein. Ich bin Co-Founder von Urban Hive, habe noch zwei Mitgründer, ein tolles Team. Ich kümmere mich bei Urban Hive um alles Kaufmännische, also im Prinzip ums Marketing ein bisschen, um die Finanzplanung, also dass alles läuft. Meine drei Hashtags sind einmal Tatendrang. Ich war schon immer voller Tatendrang und will ich das nicht, hätte ich mich, glaube ich, nicht auf die Reise gemacht, Urban Hive zu gründen. Ich bin sehr fokussiert, das ist mein zweiter Hashtag. Das ist auch wichtig, wenn man gründet, weil das ein langer Weg ist und man da klare Ziele vor Augen haben muss. Und als dritten Hashtag habe ich gewählt, dass ich Herausforderungen liebe. Ich bin aktiver Fallschirmspringer,
Und das ja, ist dann manchmal auch nicht so ganz leicht, aus dem Flugzeug zu springen. Es gibt immer mal Tage, wo das auch nicht so Spaß macht. Aber am Ende des Tages macht es doch sehr viel Spaß. Und da ich Herausforderungen liebe, ist das ja ein geiles Hobby. Oh Mann, Fallschirmsprung, alter Schwede, habe ich auch hinter mir, brauche ich nie wieder. War ein super Moment, aber naja, machen wir mal weiter, denn mit Vollgas geht es jetzt auch weiter, denn auch Eike Schierenberg von Dots to Drive ist mit dabei. Er liebt besondere Fahrzeuge und erzählt uns jetzt mehr zu seiner Geschäftsidee. Eike, du bist dran und wir wollen natürlich auch deine drei Skills kennenlernen. Ja, genau. Danke für ihn erstmal. Lots to Drive ist ein digitales Auktionshaus letztendlich für Liebhaberfahrzeuge aller Art, also sprich Autos, Motorräder, die sich eben das Ziel setzt, dass man in den Handel mit Liebhaberfahrzeugen Transparenz bringt und eine dritte Instanz die Fahrzeuge gut beschreibt, damit ein Käufer weiß, was er bekommt und ein Verkäufer schnell und fair sein Fahrzeug veräußern kann. Genau. Die drei Hashtags, die uns für Lots to Drive, aber auch persönlich mir besonders wichtig sind beim Gründen, ist einmal ein Hunger nach Ideen. Das heißt, eine immer da seine Bereitschaft, neue Dinge auch auszuprobieren, Dinge neu anzugehen, gefolgt von einer gewissen Hands-on-Mentalität, was direkt darauf folgt, weil die Ideen alleine zu haben, reicht halt eben nicht. Man muss dann auch anfangen. Und das wiederum wird dann ergänzt durch eine sehr, sehr hohe Lernbereitschaft. Denn bei dem ganzen Ausprobieren muss man dann auch sehen, was man vielleicht mal nicht so richtig gemacht hat. Und wenn man die drei Dinge kombiniert, dann kann man eigentlich, ja, ich glaube, sehr viel Spaß haben mit dem, mit Gründen und generell dem Berufsleben. Vielen Dank, Jonas. Und wir machen weiter. Besonders freuen wir uns auch, dass Dr. Anna Weber von Baby One dabei ist. Und sie zeigt ein Herz für junge Familien und Babys und bringt als Unternehmensnachfolgerin auch ihre spannende Perspektive mit in unseren Talk ein. Anna, auch für dich ein herzliches Willkommen und verrat uns mehr zu dir und deine drei wichtigsten Skills. Mache ich gerne. Jetzt muss ich aber erst mal fragen, ob ihr wart und ob mein Netz funktioniert. Puh, zum Glück. Hi, ich bin Anna, ich bin eine der Geschäftsführer von Baby One. Alles, was Babys und Kinder brauchen, in über 100 stationären Geschäften in Deutschland und der Schweiz und online. Meine Hashtags sind Unternehmermut, denn ohne geht es definitiv nicht. Dann steckt nicht ohne meinen Bruder. Ich führe das Unternehmen nämlich zusammen mit meinem Bruder. Ich bin ziemlich blöd. Und mein Weg ist, ändern, den habe ich von der Kandidatur geklaut. Das fand ich nämlich wirklich cool. Es geht nämlich immer ums Machen und Reden. Vielen Dank, liebe Anna. Ich wiederhole einmal kurz deine drei Hashtags, weil deine Akustik leider schlecht ist. Wir können dich sehen, aber leider ist die Akustik nicht so toll. Aber ich hoffe, das wird sich einfach noch legen. Also die drei Hashtags: Unternehmermut, nicht ohne meinen Bruder und verändern statt versprechen. Super. So, und damit es auch fair bleibt, verrate ich euch natürlich auch meine wichtigsten drei Skill-Hashtags. Und das wäre einmal positiv, weil man positiv sein muss, um positive Veränderungen zu bewirken. Der zweite Hashtag ist volle Power, weil man immer volle Power geben kann, wenn man sein Warum kennt und auch leidenschaftlich gern etwas tut. Und wie ihr euch denken könnt, Hashtag Mut zur Persönlichkeit, denn Persönlichkeit ist USP, Alleinstellungsmerkmal. So, und jetzt genug gequatscht. Also jetzt geht es erst richtig los, so will ich das sagen. Zurück zu den Fragen. Und wenn es noch keine im Chat gibt, ich glaube, eine Frage habe ich schon gleich mitgenommen, die werde ich natürlich auch gleich sofort einbinden. Vielleicht seid ihr auch noch so von der Vorstellungsrunde geflasht, dass ihr noch ein bisschen warten müsst, kein Problem, aber stellt bitte eure Fragen im YouTube-Chat, wir freuen uns drauf. Ja, also, ich würde jetzt erstmal ganz kurz mit Lara loslegen wollen, denn Lara, du hast deine Skills auch beim Startup-Teams Ideencamp vor einiger Zeit so ein bisschen aufgebessert. Erzähl doch mal, welche Skills du da mitnehmen konntest für deine weitere Karriere. Also tatsächlich war das schon vor über einem Jahr. Das war so einer der ersten Veranstaltungen, wo wir unsere Idee überhaupt erzählt haben. Also tatsächlich war das so der erste Raum, wo wir überhaupt über unsere Idee gesprochen haben und das erste Feedback, was wir uns eingeholt haben. Und tatsächlich war der erste Skill zu lernen, andere für die eigene Idee zu begeistern und die eigene Idee zu erklären, weil es ist am Anfang gar nicht so schwierig. Man hat
eine super klare Idee im Kopf und man weiß auch, wie man es umsetzt, aber das anderen zu erklären, ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Und dann hatten wir so ein Mentoren-Roulette quasi, dass man verschiedenen Leuten aus verschiedenen Hintergründen seine Idee erklären konnte. Und das hat auf jeden Fall super dazu beigetragen, dass man seine Idee erstmal selbst strukturieren konnte und sich auch mehr und tiefere Gedanken dabei gemacht hat. Und vor allem war das super gut angeleitet, dass man auf jeden Fall auch nicht alleine gelassen wurde auf dieser spannenden Reise des Gründertums. Spannend. Sag mal, Jonas, welche Learnings hast du denn aus deiner bisherigen Zeit gezogen? Welche Skills hast du ausgebaut? Das ist tatsächlich sehr, sehr facettenreich, weil man so als Gründer irgendwie so viel machen muss, was man auch vorher nicht gemacht hat. Aber ich glaube, so das eine ist auf jeden Fall Zeitmanagement, eben weil man so viele Aufgaben eigentlich gleichzeitig machen müsste, das zu priorisieren und dann abzuarbeiten, ist auf jeden Fall ein sehr gutes Learning. Und ja, ich würde auch sagen, die Idee vor Leuten zu präsentieren und das möglichst schnell war auch ein großes Learning, weil die meisten, mit denen man dann spricht, von der Idee noch nicht gehört haben und man selber da aber so drin steckt, muss man das echt lernen, das ganz konkret runterzubrechen. Und Anna wollte ich jetzt eigentlich gleich fragen, aber sie kommt gleich wieder. Macht euch keine Sorgen, die Technik, die hat das alles im Griff. Wir kriegen das gleich wieder hin. Sag mal, Eike, welche Skills muss man denn mitbringen, um bei dir im Team starten zu dürfen? Das ist eine gute Frage. Das kommt natürlich immer darauf an, in welchem Bereich jemand dann auch eingesetzt werden möchte oder einsetzbar ist. Was, glaube ich, jedes Startup immer sucht und händeringend danach sucht, sind Programmierskills. Geht wahrscheinlich Lara und Jonas auch gerade so. Und man sieht ja auch, Startup-Teams legt da großen Wert drauf, da immer wieder mal in die Richtung was beizubringen und was zu zeigen. Und das ist, denke ich mal, immer und wird auch weiterhin gesucht und sinnvoll bleiben. Jetzt speziell für uns, dadurch, dass wir ein Auktionshaus sind, ist bei uns extrem wichtig eine gewisse Verkaufsexpertise. Und das einmal im One-on-One, also im einzelnen Gespräch mit einem Verkäufer, den zu überzeugen, auch mit uns zu verkaufen. Und breit gedacht auch in Richtung der Bieterschaft im Bereich Online-Marketing und Ähnlichem. Und dann nochmal spezifischer ist natürlich eine hohe Begeisterungsfähigkeit und auch Expertise, was Autos oder Motorräder angeht, unabhängig mal, wenn es dann darum geht, dass man die Fahrzeuge auch beurteilt. Ja, ich hoffe, ihr habt da jetzt am YouTube-Screen, sag ich schon, einen Screens mitgeschrieben. Da sind schon sehr, sehr viele gute Skills dabei. Anna, willkommen zurück. Welcher deiner Fähigkeiten hast du denn während der Corona-Pandemie besonders weiterentwickelt? Fähigkeit. Könnt ihr mich hören oder ist es zu abgehakt? Es ist tatsächlich sehr abgehakt, ja. Es ist abgehakt. Wir können dich nicht so gut verstehen, aber versuch es nochmal. Ansonsten machen wir erstmal weiter und versuch es sonst mal mit dem iPhone. Ich dachte, der Browser klappt nicht. Aber jetzt hören wir dich. Also, leg los. Welche Skills hast du während der Corona-Pandemie? Ja. Veränderungsfähigkeit, sich immer wieder auf neue Dinge einstellen, zu dem Alten zu bleiben, seine eigenen Prinzipien über Bord zu werfen, immer wieder was Neues machen, das ist essentiell, ohne es nicht. Veränderungsfähigkeit, jawohl, ganz nach Darwin, ne? So sieht's aus. Sehr, sehr, ja spannender Punkt. Ja, in der Biologie ist das ja nicht anders, ne? So, also wir haben jetzt schon schöne Fragen bekommen und ich lege auch direkt los. Und die erste Frage kam von dem D.A. wer auch immer das ist. Und die Frage lautet, wie findet man Mitarbeiter, die für das eigene Unternehmen geeignet sind und wie gewinnt man diese für sich? Ja, ich würde mal sagen, Jonas, sag mal, wie würdest du da rangehen? Wie würdest du dir die geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten suchen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Gerade für ein Startup ist das am Anfang nicht immer so einfach, weil man doch noch nicht so bekannt ist. Und da muss man dann echt punkten mit dem, was ein Startup eben bieten kann, eine gewisse Dynamik einfach und dass man da viel Verantwortung übernehmen kann. Wir schauen da tatsächlich immer so an Hochschulen, wenn wir jetzt im Bereich Marketing jemanden gesucht haben, haben wir eben da geschaut, wo da die Leute sind, wo die vielleicht auch online unterwegs sind,
oder aber eben an Schulen und ja, dann klappt das tatsächlich ganz gut. Also lokal irgendwie zu schauen oder über einen Bekanntenkreis ist da eigentlich ein sehr guter Weg, da irgendwelche Anzeigen oder so zu schalten, ist tatsächlich nicht so hilfreich, gerade im frühen Stadium eines Startups. Vielen Dank, Jonas. Lara, wie kriegst du die richtigen Teamunterstützer und Unterstützerinnen? Ja, tatsächlich sind wir auch gerade dabei, wieder zu rekrutieren. Also vorrangig handelt es sich dabei bei uns gerade um PraktikantInnen, denen wir die Möglichkeit bieten, schon mal in unser Unternehmen reinzuschauen. Und wir haben es tatsächlich im Gegensatz zu Jonas über Stellenanzeigen geschafft. Also haben zum Beispiel auf dem FH-Stellenmarkt eine geschaltet. Und da ist es auch schon besonders wichtig, dass man da seine Unternehmenswerte achtet und die vielleicht auch schon mal kommuniziert. Bei uns ist das zum Beispiel Nachhaltigkeit und dass man auch Lust hat, was zu verändern, wirklich einen Impact zu leisten. Und dadurch zieht man ja auch schon die richtigen MitarbeiterInnen an. Und zum anderen, dass man eben auch klar kommuniziert, was man sucht. Also welche Skills sollte derjenige schon haben. Das ist bei uns zum Beispiel, dass man sich vielleicht gut anpassen kann, weil wir halt super viel Flexibilität fordern und viel Eigenständigkeit, vor allem im Startup, dass man bereit ist, selbst auch was zu verändern und eigene Projekte zu machen. Vielen Dank, Lara. Anna, sag mal, wie bekommt ihr denn hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wo liegt da die Herausforderung und wie löst ihr sie? Ich finde der Hauptfrage und eines der schwierigsten Dinge, die irgendwie zu bewältigen sind. Die besten kommen ehrlich gesagt über Empfehlungen von schon bestehenden Mitarbeiterinnen, die einfach auch Freunde rekrutieren und das Netzwerk erweitern, dieser Art und Weise. Und dann über verschiedene Kanäle, ehrlich gesagt, die natürlich auch über klassische Stellen anziehen, aber ich würde sagen, da wo ich merken, boah, das ist, passt einfach richtig, das sind meist über Veranstaltungen und anderen möglichen Events, wo wir die Leute kennenlernen. Vielen Dank, Anna. Wir haben noch eine weitere Frage. Es geht nahtlos weiter. Und zwar die Frage ist jetzt von Omid XL, also so ist sein YouTube-Name. Wie setzt man sich in einem Bereich durch als frisch gegründetes Unternehmen, wo sehr viele und vor allem große Unternehmen Marktführer sind? Da würde ich jetzt sehr gerne auf jeden Fall mal kurz auf Jonas zu sprechen kommen. Weil da gibt es ja im Bereich Urban Farming, aber auch Home Farming gibt es ja schon einiges auf dem Markt. Was würdest du antworten? Oder was antwortest du? Ja, es ist eine gute Frage, die auch sehr wichtig ist und bereits am Anfang beantwortet werden soll. Wir haben da ganz klar Alleinstellungsmerkmale, die Wettbewerber so nicht haben und auch nicht so einfach anbieten können. Dadurch, dass wir ein Hardware-Startup sind, also ein physisches Produkt haben, kann man da auch eine Patentanmeldung machen oder sollte das auf jeden Fall mal in Betracht ziehen. Das hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Wir haben uns dazu entschieden, eine Patentanmeldung zu machen Ende letzten Jahres. Von dem her kann man sich da auch schon mal ganz gut absichern und weiß dann auch, wenn das möglich ist oder klappt, dass man da dieses Alleinstellungsmerkmal hat. Aber das braucht man einfach und das muss man ganz klar kommunizieren, damit der Kunde da auch den Mehrwert einfach sieht. Ne? Ja, spannend. Eike, sag mal, was ist denn euer Alleinstellungsmerkmal? Weil der Automobilverkauf oder auch der Motorradverkauf hat ja durchaus ein paar relevante Global Player, ne? Die in Konkurrenz stehen zu euch. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Frage kann man auch ganz gut beantworten mit generell so dem Kern des Unternehmertums. Und zwar geht es immer eigentlich darum, dass man Probleme möglichst gut löst für die potenziellen Kunden. Und wenn man es schafft, ein Problem in irgendeiner Form anders oder besser zu lösen als bestehende Anbieter das tun, dann ist das Problem für das Startup in der Regel nicht, dass es andere Unternehmen in dem Bereich gibt, weil wenn man es schafft, dann diese Kundengruppe oder erste Kunden, mit denen man in Kontakt tritt, damit zufriedenzustellen, dann empfiehlt sich sowas auch relativ schnell eigentlich automatisch weiter. Und das sollte immer die erste Frage eigentlich sein, wenn man sich fragt, okay, möchte ich jetzt anfangen, was zu gründen? Sollte man sich nicht abschrecken lassen davon, da gibt es schon ganz viele Unternehmen, die das machen, sondern man sollte sich fragen, kann ich jetzt es schaffen, das Problem für einen Kunden besser zu lösen als die Unternehmen, die gerade da sind. Und wenn das so ist, dann ist es auch egal, wie viele Unternehmen es in dem Bereich schon gibt, weil dann sollte man oder kann man es versuchen. Ja, genau. Apropos, Lara,
Coffee to go. Wie sieht da der Markt aus und warum werdet ihr euch durchsetzen? Ja, tatsächlich, im Coffee-to-go-Markt ist es ja auch so, dass es schon sehr viele Einmalbecher gibt, die momentan vorrangig von B2B-AnbieterInnen genutzt werden. Und unser größtes Alleinstellungsmerkmal ist eben, dass wir trotzdem noch einen Einmalbecher schaffen können, der sehr praktisch ist und der aber auch noch nachhaltig und essbar ist. Also wenn man unseren Kaffeebecher benutzt hat, kann man ihn einfach aufessen und es bleibt quasi gar nichts davon übrig, also kein Müll mehr. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man das auch so kommuniziert und wie Jona schon gesagt hat, diese Alleinstellungsmerkmale eben auch rüberbringen kann. Was ich auch schon erzählt habe, was man unter anderem beim Startup Teams Event gelernt hat und man das schon mal gut ausprobieren konnte, einfach ja dem Kunden möglichst verständlich und vielleicht auch mit einer Story, die man damit noch verbinden kann, klar zu machen, wann könntest du mein Produkt benutzen und was hättest du davon? Wenn ich mal einmal interessenshalber fragen darf, weil ich liebe Kaffee und Coffee to go, ja, da bin ich ein Opfer, muss ich sagen. Opferin, oder wie nennt man das? Nein. da habe ich jetzt mal die Frage, was tut ihr da rein, damit das hart bleibt? Also damit nicht die Waffel, oder ich sage jetzt Waffel, ne, aber nicht damit der Cup nicht durchweicht. Also wie lang kann da so ein Drink drin bleiben? Also tatsächlich fahren wir dieselbe Strategie, wie Jona schon gesagt hat. Also wir wollen Patent drauf anmelden und dann darf man vorher nicht darüber sprechen, was man da reinmacht. Das ist das Wichtigste. Das kann ich euch vielleicht auch schon mal mitgeben. Also wenn ihr mit dem Gedanken spielt, ein Patent anzumelden, dann auf jeden Fall erst nichts darüber sagen, bis ihr die Patentanmeldung gemacht habt. Tatsächlich, wie du schon gesagt hast, Shirin, ist das eine herkömmliche Waffel und unsere Zauberformel der Beschichtung sozusagen führt dazu, dass die eben dicht ist und als Einmalbecher benutzt werden kann. Es ist Magie. Ja. Genau. Anna, ihr seid nun jetzt wirklich seit fast 30 Jahren, seid ihr am Markt. Ich glaube, 1992 haben deine Eltern den ersten Markt eröffnet in Münster. Und wie habt ihr euch da die Stellung erarbeitet? Und wie hat sich das vielleicht auch heute geändert, will ich nicht sagen, aber welche Position habt ihr heute und wie setzt ihr euch da auch im Wettbewerb durch? Genau, seit 88 gibt es das Unternehmen und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die sich ja auch mal ändern kann über die Jahre. Also das, was uns damals groß gemacht hat, das macht uns sicherlich nicht auf Dauer groß. Und deshalb ist es auch zu gucken, wie veränderst du eben auch dein und dich. Damals war es eben ein Konzept aus Amerika, riesige Hallen voller Babysachen gestellt zu einem guten Preis. Und das größte Moment, glaube ich, kann derzeit niemand anderes außer der große Interkrise haben. Ne? Also dieser USB ist nicht mehr der gleiche. Und jetzt ist unser USB eher, dass wir die werdenden und jungen Eltern beraten und in Lebenslage, wo sie da sind und eben ein tolles Sortiment stellen. Deswegen, es ist alles, du musst eben darauf reagieren. Ja, und apropos reagieren, ihr seid ja auch sehr umtriebig, habe ich gesehen, auch in Social Media, also einmal natürlich du persönlich, aber eben auch Baby One. Und welche Rolle spielt da vielleicht auch Social Media, um euch da auch klar zu positionieren und wie erreicht ihr da die Zielgruppe? Ist die auch relevant in Social Media? Ja, klar. Also ich glaube, fast jede Kunde wird auf Social Media eben auf Kanälen angesprochen. Also gerade dieser Punkt Inspiration und später dann auch Conversion, da passiert ganz Social Media. Also da musst du dich einfach an Diskussionen, ich glaube vor 5, 6 Jahren, ob man denn jetzt dieses Facebook überhaupt machen muss. Und es war gut, dass wir es gemacht haben. Ja. Und jetzt weiß, glaube ich, jeder, was dieses Facebook kann und was es auch nicht kann. Ja, sehr gut. Sehr schön. Ich komme zur nächsten Frage und die kommt jetzt von Injira. Und Lara, ich würde gerne, dass du dazu Stellung nimmst. Und zwar, wie kann man sich ein Budget erarbeiten? Ja, also tatsächlich standen wir auch vor der Frage, weil wir waren gerade im Studium oder beziehungsweise hatten das fast beendet, als wir unsere Idee hatten und damit angefangen sind. Und es gibt mittlerweile super viele Förderprogramme vom Land oder auch vom Bund, worauf man sich bewerben kann, wenn man eine innovative Idee hat. Wir bekommen zum Beispiel gerade auch das Gründerstipendium NRW.
Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört. Da muss man einmal seine Idee pitchen und wird dann für ein Jahr finanziell unterstützt, sodass man seinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Dann gibt es auch noch weiterführende Stipendienprogramme, die man da nutzen kann. Also man muss gar nicht von Anfang an ein Riesenbudget haben, um seine Idee umsetzen zu können. Spannend. Eike, wie sieht es denn bei euch aus? Braucht ihr, wie erarbeitet ihr euer Budget oder braucht ihr viel Budget oder was war da am Anfang auch so euer Investment? Genau, also erstmal sind wir auch wie Lara vom Gründerstipendium NRW gefördert und ein guter Ansatz für diese Budgetentwicklung ist halt eben oft zu denken, okay, was möchte ich eigentlich erreichen und was möchte ich machen und sich dann zu fragen, wie viel brauche ich dafür. Gleichzeitig kann man natürlich auch überlegen, wie viel, wenn man weiß, wie viel Budget man zur Verfügung hat, was eigentlich das ist, wenn man sagt, wie oft Unternehmer denken, ist, dass man dann sagt, okay, was kann ich eigentlich mit den Ressourcen, die ich habe, erreichen? Und dann überlegt man sich, welche Maßnahmen haben eigentlich den größten Impact, also den größten Effekt für mich und richtet danach dann seine Maßnahmen aus. Das heißt, diese klassische Budgetierung ist ja eher was große Unternehmen machen. Als Unternehmer ist manchmal auch es besser geeignet, sich einfach zu fragen, wie viel habe ich zur Verfügung, wie viel möchte ich einsetzen und wie kann ich damit den größten Effekt erzielen. Jonas, was sind deine Anmerkungen noch zum Thema Budget? Ja, tatsächlich bekommen wir auch das NRW-Gründerstipendium, also ein sehr beliebtes Mittel und hilft aber auch sehr weiter, gerade am Anfang, weil das echt schnell geht und unkompliziert ist, also ein cooles Mittel und wir bekommen noch eine weitere Förderung für die Patentanmeldung. Also ich glaube, so Fördermittel, öffentliche Förderung ist so das allerbeste Mittel am Anfang, gerade wenn man noch so sein eigenes Erspartes dafür aufzubringen hat. Und je weiter man dann ist und desto mehr man irgendwie auch die Idee evaluiert hat, desto mehr wird es dann natürlich interessant, Investoren mit an Bord zu nehmen oder andere Finanzierungen. Aber Business Angel zum Beispiel ist da sehr hilfreich, gerade am Anfang. Wer von euch hat denn Erfahrungen mit Business Angels und Investoren? Hebt einmal die Hand, dann weiß ich das. Okay, Hand heben? Okay, alles klar, ihr beide. Also, da haben wir nämlich eine Frage von Max Dütting. Die richtet sich dann an euch beide und Jonas, vielleicht könntest du beginnen. Zurzeit suchen wir Business Angel oder das erste Seed Investment. Was ist dort euer bester Tipp? Wie können die rocken? Ja, tatsächlich sollte man sich da ganz klar machen, was man genau von einem Business Angel erwartet und auch in welchem Bereich der tätig ist. Bei uns ist jetzt ist der Bereich beispielsweise Foodtech und dann haben wir am Anfang eben bei Crunchbase geschaut, was gibt es da für Investoren, da kann man nachfiltern und uns dann da wirklich eine Liste erstellt. Dann haben wir geschaut bei LinkedIn, wirklich hands-on, wer ist mit denen irgendwie vernetzt und wer könnte uns da mal ein Intro geben, also uns einfach vorstellen und vernetzen und das hilft da sehr, sehr weiter. Weil einfach so eine E-Mail schreiben an info@, sag ich mal, da kommt meistens keine Antwort. Also im Prinzip 2-3 Sachen klar machen, was erwarten wir vom Investor, in welchem Bereich hat er schon investiert und da schauen, wer kann da ein Intro geben. Also vor allem auch der persönliche Draht ist wichtig, ne? Dass man da auf jeden Fall auch über sein Netzwerk geht und einfach schaut, wer ist mit wem verwandt. Ich meine, man kann natürlich bei Xing oder LinkedIn kann natürlich auch gucken, wer kennt wen. Klar, Facebook auch, aber ich denke, da würde ich dann eher die Kommunikation über LinkedIn wahrscheinlich mal anzapfen und gucken. Und im Moment finden ja leider nicht so viele Veranstaltungen statt. Also ja, finden sie, wie jetzt auch, aber online. Und das ist natürlich nicht das Gleiche, wo man halt einfach spontan ineinander reinrennt. Aber auch da gibt es ganz coole eigentlich auch Veranstaltungsformate, gerade auch über die Digital-Hubs NRW kann man sich auch mal einfach googeln, Digital-Hub NRW, da gibt es verschiedene Städte und die haben auch wirklich viele schöne Aktionen auch nochmal für Startups, wenn wir schon hier NRW pushen, weil ihr seid ja alle drei gefördert in NRW, da können wir ein bisschen Werbung machen, ne? Ja, das haben sie sich verdient an dieser Stelle.
Sehr schön. So, ich komme zurück und zwar haben wir jetzt, stellt ruhig weiter Fragen, ne? Also ich habe hier genug, aber wir können nicht genug haben. Also von daher, lasst es fließen, liebe YouTube-Screenerinnen und Screener, haut rein, ne? So, wir haben hier eine Frage von Inchira und sie fragt, oder er fragt, ich weiß gar nicht, ist das männlich oder weiblich? Wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Inchira, schreibt das mal kurz, dann kann ich da nochmal das richtig stellen. Lohnt es sich, eine Idee, die schon existiert, zu erweitern? Oder sollte man eher nach Marktlücken suchen und wie findet man diese? Wir haben zum Teil diese Frage schon so ein bisschen beantwortet. Sagte am Eika hat es auch gesagt, lasst euch nicht abschrecken, wenn es halt einfach schon das Unternehmen gibt, dann macht es einfach besser. Lara, wie würdest du damit umgehen? Würdest du eher den Kopf dann einziehen oder sagen, jetzt erst recht und dann machen wir weiter? Und wie machst du dann weiter? Ja, tatsächlich hatten wir diese Herausforderung auch erst vor ein paar Monaten, weil als wir angefangen haben, gab es noch gar keine essbare Kaffeebecher. Und jetzt merkt man so, dass essbare Espressobecher hochkommen. Und da könnte man ja auch sagen, okay, jetzt gibt's schon einen essbaren Espressobecher auf dem Markt und wir hören jetzt auf und sagen, okay, nee, wir möchten die Idee jetzt nicht mehr weiterverfolgen. Aber wir sagen uns, okay, es gibt zum Beispiel noch keinen Kaffeebecher, also keinen Becher, der 0,3 fasst. Und das ist der Becher, den die Unternehmerinnen brauchen, also die Coffee-to-go-AnbieterInnen. Und die sagen halt, okay, ein essbarer Espressobecher bringt uns gar nicht so viel, den könnte man höchstens auf Messen einsetzen. Und da ist es eben lohnenswert, dass man einfach die Zielgruppe befragt. Das heißt, geht raus. Wir haben zum Beispiel auch verschiedene Cafés befragt und auch während Corona haben wir das dann einfach am Telefon gemacht und haben die einfach so lange genervt, bis sie uns ihre Antworten gegeben haben und wir wussten, okay, welche Probleme haben die und können wir die mit dem Produkt lösen, haben dann natürlich die Produktentwicklung noch so ein bisschen daran angepasst, aber das ist sowieso super wichtig, dass ihr immer wieder mit der Zielgruppe sprecht und euch Feedback zum Produkt und vielleicht auch schon zu euren Prototypen einholt, sodass ihr eben dann auch für euch evaluieren könnt, sind wir auf dem richtigen Weg. Anna, welche Lücke schließt ihr denn am Markt? Wie ich eben schon gesagt habe, als wir gestartet haben, da war ein artiger USP, das ist das sich nicht mehr. Also ich glaube, man kann auch koexistieren mit verschiedenen Leuten, die das Produkt anbieten, aber eben in unterschiedlichen Ausführungen. Was für eine Lücke schließen wir? Defi ist unsere große Stärke, der Omnichannel. Das bedeutet, wir sind in super vielen Standardregionen und trotzdem auch online da. Und das ist für die Waren, die wir handeln, ein Schmal. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Inchira, unsere weibliche Unterstützerin an dem Screen. Vielen Dank für deine Antwort, dann haben wir das auch klargestellt. Eike, sag mal, ich habe eine Frage. Könntest du auch noch mal was dazu sagen? Marktlücke finden, du kannst vielleicht noch mal ein bisschen spezifizieren. Marktlücke finden oder auch loslegen in einem Markt, der schon relativ weit beackert ist? Also ja, auf jeden Fall kann man, geht beides natürlich. Lot to Drive ist ja letztendlich auch eine Kombination aus zwei Ideen eigentlich. Also es gibt Auktionshäuser, die rein online arbeiten wie eBay. Ich glaube, das ist allen klar. Es gibt auch die klassischen Auktionshäuser, die vor Ort selbst eine Auswahl treffen und Fahrzeuge beurteilen. Und das halt zu kombinieren, ist ja genau die Kernidee eigentlich von Lots to Drive. Deswegen sollte man sich vor der Sache auf keinen Fall verschließen. Und man kann auf jeden Fall existierende Ideen erweitern. Letztendlich, was ja dann noch so eine Frage von Inchira auch war, ist, wie finde ich überhaupt diese Marktlücken? Und da hat Lara eigentlich auch schon perfekt die Antwort drauf gegeben. Das Finden der Marktlücken und auch die Überlegung, ob es Sinn macht, eine Idee zu erweitern, findet man am besten heraus, indem man mit potenziellen Kunden spricht. Und da merkt man sehr, sehr gut, am besten, wenn man auch sozusagen die Lösung schon mal präsentiert und guckt, ob jemand diese Lösung wirklich kaufen will oder bereit wäre, dafür Geld zu bezahlen, ob es Sinn macht, diese Ideen zu kombinieren oder halt eben die Marktlücke zu beackern. Jawohl. Und Omid hat nochmal gefragt, was für Nachteile kommen auf mich zu bei einem Patent? Also Nachteile, vielleicht sagen wir mal Hürden oder auch Herausforderungen. Jonas und Lara, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr seid ja gerade dabei. Lara, vielleicht könntest du erstmal da deine 10 Cents zugeben. Ja, also zum einen ist es beim Patent so, dass man ja schon schreiben muss, was man macht. Also ein Fachmann muss anhand von der Patentschrift nachmachen können, was man da patentieren lassen möchte. Und dann hat man natürlich schon
die Herausforderung, dass man natürlich auch angeben muss, also das Geheimnis wird dann sozusagen gelüftet, was da drin ist. Coca-Cola zum Beispiel bewahrt ja bekanntlich die geheime Rezeptur im Safe auf, also da weiß ja niemand, was da drin ist. Wenn die darauf ein Patent angemeldet hätten, wäre auch fraglich, ob das funktionieren würde, aber dann wüsste man, was da genau drin ist, also dass ein Fachmann eben nachmachen könnte. Und das ist halt auch ein Nachteil und zum anderen dauert es natürlich ein bisschen länger. Also nach anderthalb Jahren wird es offenbart sozusagen, also dann muss das deutsche Patent- und Markenamt einmal sagen, dass dieses Patent angemeldet wurde und dann können es auch andere nachmachen und den Patentschutz hat man dann auch erst ungefähr nach 3 Jahren und nach diesen anderthalb Jahren ist halt noch nicht klar, ob man das Patent bekommt oder nicht. Also es ist dann offenbart und man hat trotzdem noch das Risiko, dass man das Patent vielleicht nicht bekommt und dann quasi auch das Wissen offenbart ist. Und wenn man das Patent zum Beispiel nicht angemeldet hätte, dann wüsste das ja keiner, wenn man jetzt sagen würde, okay, das ist dann so ein Geheimnis bei Coca-Cola. Ach, das ist ja schon aufregend, ja. Meine Güte, da müsst ihr ja wirklich Daumen drücken, dass das alles funktioniert. Aber wir sind da ganz optimistisch und ihr werdet da schon rocken. Also so wird das sein. Jonas, wie geht man da auch bei dir, also vor? Das ist ja schon ein umkämpftes Gebiet auch, ähnlich wie bei Lara. Welche Hürden bewältigt ihr da gerade? Ja, dadurch, dass wir bei bestehenden Wettbewerbern eben uns die Produkte genau angeschaut haben und da ein Produkt entwickelt haben, was einfach besser ist, haben wir da die Hürde genommen und sozusagen die Neuartigkeit konnten wir da einfach erreichen. Sonst wäre das wahrscheinlich auch nichts geworden. Eine große Hürde ist aber im Prinzip, wenn man ein Patent hat, heißt das noch nicht, dass man das auch benutzen darf. Das sind zwei Paar Schuhe und das war uns im Vorhinein auch nicht so klar. Im Prinzip bräuchte man dann noch sogenannten Freedom to Operate. Wenn wir das jetzt mal kurz irgendwie an zwei Beispielen verdeutlichen wollen, wenn ganz früher jemand die Tür erfunden hätte und auf die Tür, auf die reine Tür, ein Patent angemeldet hätte und hätte das bekommen. Und dann hätte er darauf das Patent. Aber er hätte noch kein Schloss und keine Klinke, könnte die Tür nicht öffnen. Also nur im Prinzip das Holz. Wäre dann jemand da hingegangen und hätte das Schloss erfunden und die Klinke, hätte darauf ein Patent, so dann müssten die sich im Prinzip einigen und das zusammentun, weil nur dieses Holz zu patentieren reicht in diesem Fall ja noch nicht. Das heißt, er bräuchte sozusagen das Freedom to Operate für die anderen Sachen. Und das ist nochmal eine Riesenhürde und auch sehr teuer, sowas dann erstellen zu lassen. Also ja, viele Kosten am Ende des Tages. Könntest du da eine Aussage zu geben, mal so grob, was kostet so eine Patentanmeldung, auf was muss man sich da einstellen? In Deutschland für eine reine Patentanmeldung sind das schnell so 8.000 bis 10.000 Euro. Und wenn man es dann hochskalieren will, ein Europa-Patent beispielsweise oder weltweit anmelden, weltweit ist man dann schnell bei 100.000 Euro, nur für die reine Anmeldung mit der ganzen Beratung und Anwälte bezahlen. Das heißt Beratung, da habt ihr natürlich auch Co-PilotInnen, die euch da beraten. Und wie bist du an die rangekommen? Also hast du dann recherchiert oder hast du im Freundeskreis gefragt oder wie hast du dann euren Patentanwaltin gefunden? Ja, das hat ein bisschen gedauert. Erstmal wollten wir natürlich selbst wissen, wie das alles funktioniert, haben uns da eingearbeitet, haben uns da beraten lassen, viel online recherchiert und haben dann kostenlose Erstberatungen wahrgenommen und haben dann nach Bauchgefühl entschieden, wo wir einfach gesagt haben, ja, der hat unser Produkt am meisten verstanden und da ist man auf einer Wellenlänge. Und ja, das haben wir bis jetzt auch nicht bereut. Also wurden da sehr gut begleitet und war immer auch da, wenn wir Fragen hatten. Und das ist einfach da auch wichtig, dass man da auf sein Bauchgefühl hört. Ja. Ich würde sehr gerne noch mal einmal ganz kurz auf eine Frage zurückkommen, die wir einmal schon ganz kurz hatten. Aber Lara würde ich da gerne fragen. Und zwar ging es da noch mal um die Suche nach Business Angel oder dem ersten Seed Investment. Was sind denn da deine Erfahrungen auch noch mal als Frau? Ja, also tatsächlich hat man es als Frau nicht ganz so einfach am Anfang, weil das natürlich schon eher männerdominiert ist. Also es gibt viel mehr Gründer als GründerInnen. Und für Frauen zum Beispiel gibt es extra Business Angel Netzwerke, zum Beispiel der VDU, sind eben Verband Deutscher Unternehmerinnen und die haben sich eben auf die Fahne geschrieben, unter anderem extra Frauen zu fördern. Und das kann ich auch nur allen GründerInnen ans Herz legen, solche Sachen eben auch zu nutzen, sich bei denen zu melden,
Die sind immer super nett. Wir haben zum Beispiel auch beim Band, also das ist so ein Business Angel Netzwerk, da bekommt man auch Kontakte und einfach auch networken, weil jeden Pitch, den man hält, wenn da jemand im Publikum ist, der Meinung ist, man passt dazu und einfach auch immer sagen, auf was sucht man gerade, wenn man sagt, okay, ich möchte einen Business Angel, das möglichst genau zu nennen, bekommt man da auch immer Unterstützung und irgendjemand kennt immer jemand anderen und man glaubt gar nicht, über wen dann die Kontakte kommen, also super spannend. Du, Anna, ich würde dich ganz gerne fragen, weil wir haben jetzt gerade auch so über Netzwerk gesprochen und das viel so über Vitamin B dann auch eröffnet wird. Wie wichtig sind denn aus deiner Sicht die Aspekte Netzwerk und auch familiärer Rückhalt auch für den unternehmerischen Erfolg? Essentiell, ich meine, jetzt bin ich in einem Familienunternehmen, also ich glaube, da geht es immer mit ihrem Hintergrund, aber eher Partnerschaft. Ne? Also das ist, ich glaube, ich immer auch selbst und ständig. Und ich glaube, da braucht man super viel Support, auch da, um überhaupt zu rocken und das machen zu können. Weil sicherlich ist es kein Fall, wenn nur an 5 Tagen die Woche läuft. Zum Thema Netzwerke, ich glaube, das ist überhaupt das Essentielle, sich mit Unternehmen zu die sie in einer ähnlichen Phase sind oder vielleicht schon ein paar Sachen weitergemacht hat als man selbst, weil du kannst so viel lernen. Warum alle mal selbst machen, wenn man sich nicht einfach zusammenschließen kann und auch schon mal gucken kann, okay, wo ist denn vielleicht jemand anders schon mal auf die Nase geflogen? Und ich habe in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass diese Netzwerke auch offener werden im Austausch und immer dran und es wirklich nicht mehr zu blumig zu erzählen, wie toll alles läuft, sondern dass die Leute wirklich, wirklich auch offen sind und sagen, was nicht läuft. Und ich finde, das ist so, da sollte man sich viel Zeit in der Woche dafür nehmen, eben auch zu netzwerken. Ja, dem kann ich nur komplett beipflichten, weil ich habe auch zum Beispiel, der Freitag ist bei mir ein Tag, da habe ich immer von 15 bis 17 Uhr, jede Woche habe ich da so einen Blocker drin und manchmal schiebe ich den dann auch per Drag and Drop auf einen anderen Tag, aber meistens passt der Freitag und da ist Netzwerken angesagt und dann ist das so, dann ist das so ein bisschen wie russisches Roulette und ich gucke einfach ganz wild bei meinen LinkedIn-Kontakten und mache mal Stopp und dann melde ich mich und rufe einfach an. Das habe ich auch schon vor Corona gemacht. Und ich kann das nur empfehlen, weil man gewinnt ja auch immer neue Kontakte und irgendwann verliert man den Überblick. Und es ist unfassbar spannend, einfach da mal nachzuhören und zu fragen, hey, wie geht's dir? Was treibt dich gerade um? Und die Antworten, die ändern sich auch mit den Monaten und Jahren. Wenn ich euch in 5 Jahren fragen würde, dann würdet ihr wahrscheinlich ganz anders antworten oder selbst in einem Jahr als jetzt. Also von daher setzt auf euer Netzwerk. Und ich kann auch sagen, ich persönlich habe ja auch mehrere Jahre, war ich Geschäftsführerin eines großen Branchennetzwerks für die digitale Wirtschaft und jetzt seit 5 Jahren selbstständig und ich wäre nicht da, wo ich heute bin, ohne mein Netzwerk. Also auch an dieser Stelle nochmal Dank an mein Netzwerk und auch an Startup Teams. Genau, so, Eike, sag mal, welche Rolle spielt denn das Netzwerk für dich und für deine Branche und für dein Business? Ja, also Netzwerk ist ein extrem wichtiger Punkt, weil gerade beim Autohandel läuft natürlich extrem viel auch über Vertrauen. Und gerade in Bezug auf Verkäufer haben wir einfach Verkäufer, die nicht einmal mit uns verkaufen und dann war's das, sondern die halt wieder und wieder Fahrzeuge haben und sehen, okay, das hat einen echten Mehrwert, über Lots to Drive zu verkaufen. Und das zu pflegen, auch in dieser sehr, sehr frühen Phase, ist einfach wahnsinnig wichtig. Und als wir begonnen haben, also wir sind noch nicht so alt, Mitte Februar haben wir mit den ersten Auktionen erst gestartet, wäre das gar nicht möglich gewesen, wenn wir uns nicht von Anfang an gesagt hätten, okay, wir bauen uns jetzt ein Netzwerk auf. Und das Coole ist eigentlich, gerade beim Gründen, wir haben ja eben schon mal öfter darüber gesprochen, man spricht mit Leuten, bevor man eigentlich eine Idee anfängt, wirklich umzusetzen. Und das ist dann in der Regel auch schon das erste Netzwerk. Das heißt, diese ersten Kontakte sollte man sich auf jeden Fall aufrechterhalten, sie regelmäßig kontaktieren. Wenn es irgendwann zu viele werden, dann kann man natürlich nicht mehr jeden Freitag immer wieder die gleichen Leute anrufen, sondern dann macht man halt ein Newsletter. Man ermöglicht andere Kanäle, über die Netzwerkkontakte auf dem Laufenden gehalten werden können. Und ja, das kann gar nicht untertrieben werden, wie wichtig das ist.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, ne, dass man sich am Anfang, wenn man jetzt so nicht der Netzwerker ist oder vielleicht auch noch denkt, ah nee, die kenne ich ja alle nicht und so, habt ihr da vielleicht so ein paar praktische Tipps, dass man sich auch wohlfühlt und wie man dann auf die Leute zugeht, also ohne da irgendwie sich nackig zu machen. Ne, und auch, ich habe auch schon öfter mal gehört, nee, ich will aber nichts darüber erzählen, über meine Idee, weil nachher klauen sie mir das. Und dann, ne, und da hatten wir auch gerade noch gesagt, kommt ja nicht auf die Idee unbedingt an, sondern auf die Umsetzung, weil das ist im Endeffekt nachher natürlich die Kür, ne, weil gute Ideen haben sie alle. Ne? Lara, hast du vielleicht einen Tipp für jemanden, der sich nicht so wohlfühlt als Netzwerker oder da erst noch reingeboren werden muss, wie man da locker wird? Ja, also es kommt natürlich ein bisschen drauf an, ob das jetzt digital oder dann doch in Persona ist. Also tatsächlich war ich am Anfang auch noch ein bisschen schüchterner, vor allem jetzt an das Startup-Teams-Event zum Beispiel zurückdenke. Aber ich habe mir dann einfach eine Person ausgesucht, wo ich gesagt habe, okay, waren ja immer so Vorstellungsrunden, da hat man die Person schon immer so ein bisschen kennengelernt, da konnte man gut anknüpfen, wenn man gesagt hat, hey, das interessiert mich, da habe ich noch eine Frage zu, dann kann man so auch schnell ins Gespräch. Und meistens sind das ja auch Gründerveranstaltungen, wo man sowieso sich eher auf Augenhöhe begegnet und auch andere Gründer da sind, die sowieso auch dieselbe Probleme haben wie man selbst und man ist sowieso in einer ähnlichen Lebenswelt, dass man dann einfach auch sehr einfach Anknüpfungspunkte findet. Aber tatsächlich ist mein Tipp eigentlich einfach fragen und dich wird irgendwas interessieren, irgendwas wird dich angesprochen haben und die Leute sind immer super offen für ehrliches Interesse und erzählen, jeder erzählt gerne über seine eigene Idee und weil man ja auch so begeistert davon ist. Und ich denke, das ist ein super Anknüpfungspunkt. Und vor allem auch nicht vergessen, alle haben mal angefangen. Also jeder Einzelne weiß, durch was man geht. Und wenn man auch Erfahrungen macht, die positiv sind, dann bestärken die einen ganz enorm und die beflügeln einen auch. Also man muss oft nicht die Antworten finden auf alle Fragen, denn man kann sie auch helfen lassen. Ja, genau. Ich habe eine Frage von Injira nochmal bekommen. Und zwar, kann man die Stipendien auch als Minderjährige erhalten? Jonas, du hattest dich da zu Wort gemeldet. Ja, soweit ich weiß, geht das leider erst ab 18 und man muss den Wohnsitz in NRW haben. Das sind so zwei Bedingungen, die da erfüllt sein müssen, auf jeden Fall, ja. Im Einzelfall kann man sich auch die Geschäftsfähigkeit vor dem 18. Lebensjahr gerichtlich bestätigen lassen, wie im Falle Samuel Pemsel. Den habe ich ja auch mal im Startup Teams YouTube Live Talk mal gesprochen. Ansonsten ihn mal anpingen und fragen, wie das geht. Er freut sich. Aber egal, wie jung man ist, man sollte sich von guten Ideen nicht abhalten lassen. Einfach machen und wild rumfragen, ne? Wie sind denn eure Erfahrungen über die Start-up-Phase? Stimmt es, dass man bis zu 18 Stunden am Tag am Anfang arbeiten muss? Alter Schwede! Eike! Ja, also die Sache ist die natürlich, man muss erstmal gar nichts. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen man gründet was oder man ist einfach Mitarbeiter. Das heißt, man kann das natürlich immer frei entscheiden. Die Sache ist natürlich nur dann, wenn man eine Sache schnell vorantreiben will, dann merkt man, dass alles ein bisschen länger immer dauert als eigentlich geplant. Und gerade wenn viel von diesen Dingen neu ist, dann muss man ganz viele Dinge sich erstmal reinarbeiten, Expertinnen oder Experten fragen. Und dann kann es gut und gerne sein, dass man auch lange Arbeitszeiten hat. Hat ja Anna auch schon gesagt, mit selbst und ständig. Dass man jetzt jeden Tag 18 Stunden arbeiten muss, würde ich so aber nicht unterschreiben. Also da kann, glaube ich, jedes Team so die eigene Pace oder die eigene Geschwindigkeit, mit der Fortschritte erzielt werden sollen, festlegen. Es ist natürlich schon so ein bisschen, wenn man schnell vorankommen möchte, dann gehört es auch dazu, dass man viel arbeitet. Aber man macht es ja dann für eine Idee, für die man selbst brennt und dann ist das auch nicht so schlimm. Dann kommt es nicht auf die Zeit an am Ende, sondern ob es Spaß macht. Ihr tut es ja für euer Baby sozusagen. Ne? Apropos Baby, Anna, sag mal, wie viele Stunden am Tag arbeitest du denn? Oh, das sage ich lieber nicht. Aber das Schöne ist, was Eike eben auch sagte, du musst nichts tun und du kannst nur entscheiden. Ich genieße das sehr, dass ich, wenn wichtige Events von meinen Kids zum Beispiel standen oder so, dass ich mir die Zeit eben nehmen kann und ich muss überhaupt fragen, sondern ich kann das entscheiden. Und ich finde ja sowieso, dass Zeit einteilen und dann zu arbeiten, man selbst kreativ ist oder gut funktioniert,
Das ist ja auch richtig cool. Ja, absolut. Und ich kann das auch nur bestätigen. Ist natürlich so, wenn man dann mal nach vielen Jahren mal in Urlaub fahren möchte, oder ja gut, Corona hilft dann natürlich ein bisschen, dann ist man ja gezwungen, eher zu Hause zu bleiben. Da kann man schön viel arbeiten. Aber das ist zum Beispiel auch im Urlaub, das war auch meine Erfahrung, so der erste Urlaub als Selbstständige im Sommer. Ich habe das tatsächlich unterschätzt und habe da ein schönes Urlaubsprogramm gemacht und musste feststellen, ich muss da doch noch ein paar Stunden im Hotel was machen, ne? Und da habe ich mich dann am Anfang ein bisschen geärgert. Aber warum habe ich dann gedacht? Weil ich habe doch die maximale Flexibilität. Ich kann es auch nachts machen, ne? Ich muss nicht ins Büro. Ich kann das so gestalten, wie ich bin. Und ihr habt natürlich auch als GründerInnen die Möglichkeit, das Umfeld so zu schaffen, wie ihr das möchtet. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Chance, die ihr habt. Und da natürlich auch mit erfahrenen GründerInnen zu sprechen, aber auch euren Weg dann irgendwann auch mit Erfahrung zu gehen, ist natürlich auch eine super Geschichte. Ich wollte noch mal einmal kurz zu eurem Warum kommen, weil es ist ja auch so, dass man den Grund der Gründung, der liegt ja oft sehr persönlich in einem drin. Und das ist dieser Mut zur Persönlichkeit, den ich da auch nenne. Und Lara, wie bist du denn auf deine Idee gekommen? Bist du morgens aufgewacht und hast gesagt, oh mein Gott, ich will meinen Kaffee nie wieder aus diesen Bechern trinken, sondern ich will sie essen können. Oder was? Wie war das bei dir? Also tatsächlich, ich habe zwei Mitgründer und meine Mitgründerin Sarah, mit der habe ich schon lange vorher zusammengearbeitet in verschiedenen ehrenamtlichen Gremien tatsächlich. Und wir wussten beide, wir haben Lust zu gründen, aber uns fehlte am Anfang tatsächlich noch die Idee. Und dann haben wir wirklich über ein Jahr uns überlegt, okay, wo sehen wir Probleme und ist das eine Idee, für die wir wirklich auch Lust haben, da so lange dran zu arbeiten und all unser Herzblut da reinzustecken. Und eines Tages haben wir tatsächlich in der Uni Kaffee getrunken und jemand hatte immer seine Kaffeemaschine dabei und wir haben verschiedene Arten ausprobiert und ist die Porzellantasse von der Mitbewohnerin beim Transport kaputt gegangen und der Thermobecher in der Tasche ausgelaufen und so weiter, sodass wir halt immer wieder beim Einwegbecher gelandet sind und haben uns dann gefragt, okay, aber es kann irgendwie nicht sein, dass wir eine Sache 15 Minuten benutzen und dann direkt wegwerfen und es zum Müll wird. Haben dann gesagt, warum essen wir das nicht einfach auf, wie den Kaffeekeks oder die Eiswaffel eben auch, worin man sein Eis ja auch jedes Mal isst und dann wie das Eishörnchen ja nichts mehr übrig bleibt und sind dann auf die Idee gekommen und haben uns tatsächlich in unserer WG-Küche eingeschlossen und haben monatelang geforscht, bis der erste Kaffeebecher gehalten hat. Boah, wie viele Liter Kaffee musstet ihr denn da trinken, sag mal? Das ist ja, da konntet ihr auch nicht mehr schlafen, da konntet ihr nicht durcharbeiten wahrscheinlich, ne? Ja, also am Anfang konnten wir nicht so viele Kaffee trinken, weil natürlich der Kaffee am Anfang immer durchgesappt ist. Also die Becher haben am Anfang natürlich überhaupt nicht gehalten. Wir haben hunderte von Bechern ausprobiert, bis wir auch auf die Waffel gekommen sind an sich, dass die eigentlich ganz gut hält. Und ja, also das waren bestimmt hunderte von Bechern, bestimmt schon so an die 1000, würde ich schätzen, die wir da ausprobiert haben. Wahnsinn! Sag mal, Jonas, hast du noch so ein Anekdötchen zu erzählen? Was war denn so deine lustigste Erfahrung bei der Etablierung deines Geschäftsmodells? Lustigste Erfahrung wüsste ich ad hoc jetzt tatsächlich nicht, aber ich weiß nur so, was die größte Überwindung gekostet hat. Und das waren eigentlich zwei. Zum einen, meinen festen Job an den Nagel zu hängen und in diese Ungewissheit zu kommen. Das hat auch ein paar Wochen gedauert, aber ja, wo ich gemerkt habe, okay, ich gehe mit dieser Idee nachts ins Bett und wache morgens wieder auf und denke daran und habe teilweise, wenn ich darüber nachdenke, einfach Gänsehaut. Da wusste ich dann, ja, das muss ich jetzt machen und ausprobieren. Und ja, im schlimmsten Fall wird es nicht erfolgreich, aber das ist dann okay, ich habe es ausprobiert. Und so ein bisschen die größte Überwindung, tatsächlich auf Kunden oder mögliche Kunden zuzugehen. Da war ich viel auf dem Markt, stand vor Supermärkten und habe die einfach angequatscht und da die Umfragen gemacht. Das war gerade am Anfang halt sehr unangenehm. Ja, selber möchte man ja auch nicht so angequatscht werden, aber muss man durch. Yuppie Box fragt auch gerade, wie kann man schnell und effizient an Kunden kommen, Jonas? Hast du da vielleicht noch weitere Tipps ergänzend dazu? Ja, also auf jeden Fall gucken, wo ist die Zielgruppe und was natürlich mittlerweile viel einfacher geht, einfach schon mal eine Landingpage gestalten und dann bei Instagram beispielsweise
Ads schalten, wo man dann ja ganz genau die Zielgruppe eingeben kann. Und wenn die Zielgruppe beispielsweise gesunde Ernährung ist, dann würde ich jetzt eine Ad schalten mit einer gesunden Ernährung, unser Produkt da platzieren und dann schauen, wie reagieren die da drauf, gehen die auf unsere Homepage und was machen die dann auf unserer Homepage? Und da kann man dann schon mal echt gutes erstes Feedback sehr, sehr schnell und sehr günstig bekommen. Lara, was hast du für die Ideen? Wie kommt man schnell und effizient an Kunden ran? Ja, also Jonas ist jetzt ja im B2C-Bereich unterwegs, also vertreibt direkt an EndkundInnen. Und bei uns ist das ein bisschen anders. Wir sprechen ja direkt mit Cafés oder Bäckereien. Also wir sind B2B, das heißt, wir verkaufen an andere UnternehmerInnen. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass es besonders wichtig ist, wenn man jetzt eine Mensa zum Beispiel hat, dann haben die meistens andere Standorte und an die würden die das an Produkt dann natürlich weitergeben. Oder Bäckereien ist das ja auch so, die haben mehrere Filialen und in der Regel sind die in der Branche auch immer super gut vernetzt. Das heißt, wenn man einen Anfang gefunden hat, dann ist es meistens einfacher, weitere zu finden, weil man natürlich auch dann sich einen gewissen Ruf erarbeitet hat und eben so auch in der Branche bekannt wird. Vielen Dank, Lara. Ich würde jetzt noch mal kurz den Aufruf starten. Ihr dürft noch eine Frage stellen. Wahrscheinlich werden wir nicht mehr alle stellen können, die gestellt werden. Aber haut noch mal in die Tasten. Wir haben noch 4 Minuten und wir kommen so allmählich langsam zum Finale. Aber Anna, sag mal, woran merkt man, ob das Gründen oder die Selbstständigkeit was für einen ist oder nicht? Also du musst Entscheidungen treffen können und wollen. Mhm. Das ist super wichtig. Und mutig sein und vor allen Dingen auch absolute Ungewissheit und Panik aushalten können. Also ich sag, es geht ja manchmal existenzielle Probleme dann. Vor allen Dingen, wenn nicht mehr du alleine daran hängst, sondern auch andere. Anfang der Corona-Zeit waren alle unsere Märkte geschlossen und da stehst du da auch einmal und überlegst, was die Kurzarbeitergeld bezahlst und so. Also ich glaube, du musst echt was aushalten können und sicher nicht dein größter Antreiber sein. Ja, kann ich total unterstützen, absolut. Vor allem beharrlich bleiben, ne? Und nur wenn es schwierig wird, nicht den Kopf einziehen, sondern weitermachen. Und man weiß ja auch wofür, ne? Das ist halt dadurch, ist es halt auch einfach, weil man dann einfach weiß, wofür man es macht. Das ist so das Einfachste an der ganzen Geschichte. Und Entscheidungen machen glücklich, das sage ich auch immer. Entscheidungen machen glücklich, weil dieses Hin und Her ist halt auch furchtbar. Entscheidungen machen glücklich, wenn sie halt eben auch gut gefällt sind und wohl bedacht. Sag mal, Eike. Ich habe hier noch eine Frage und zwar, habt ihr vor, bei kleineren Betrieben zu bleiben oder wollt ihr zu Konzernen heranwachsen? Eike, wie groß wollt ihr mal werden? Also klar, man muss natürlich nach Startup-Manier immer die Ziele groß formulieren. Wir wollen natürlich mal das größte Auktionshaus in Europa werden für die Fahrzeuge. Es ist immer eine Frage natürlich dann, wie groß der Markt auch ist, was ist überhaupt das Potenzial, was der Markt hergibt und dann in puncto Konzern muss man natürlich gucken, ob das der Markt auch schafft. Momentan sind wir eigentlich, ist glaube ich so unser Hauptantrieb, dass wir einfach sagen, wir möchten was gründen, wir möchten was versuchen und möchten lernen, wie man wächst, also wie man ein Unternehmen zum Wachsen bringt. Und wir haben da tatsächlich jetzt aktuell eine sehr, sehr große Offenheit. Also wir gucken mal, wie es funktioniert, wie es weiter wächst und wenn es so weiter wächst, dann haben wir natürlich, dass wir sagen, okay, wir sagen dann nicht irgendwann, okay, wir hören jetzt auf, wenn es gerade funktioniert. Genau. Eike, sag mal, was war denn der beste Tipp, den du jemals bekommen hast zum Gründen? Tatsächlich einer, der hier auch schon so ein bisschen angesprochen worden ist. Wir sind ja alle, also Jonas, Lara und ich sind ja im Reach Incubator in Münster und da wurde immer ganz viel Wert drauf gelegt, dass man sagt, wenn ihr eine Frage habt, dann fragt einen Experten oder eine Expertin. Und das war auch so, glaube ich, das, was ich jedem, der hier zuschaut, nur ans Herz legen kann. Wenn ihr mal mit einem neuen Thema anfangt und ihr habt keine Ahnung davon, dann greift nicht immer als erstes nur zu Google, sondern überlegt auch, ist da vielleicht jemand, den ich kenne, der mir dabei helfen kann oder kennt jemand einen, der einen kennt oder einen nicht. Und das einfach immer weiterzumachen, um in ganz vielen verschiedenen Bereichen mehr zu lernen für neue Probleme, die auf einen zukommen, ist, glaube ich, das Wertvollste, was man als Gründer haben kann oder haben sollte. Weil man wird nie die Lösung für alle Probleme von Tag Null haben. Ach Mensch, ich könnte stundenlang mit euch weiterreden, aber wir müssen allmählich zum Finale kommen. Und ich würde sehr gerne damit schließen, dass ihr mir einen Hashtag nennt,
den Megaskill, den man auf jeden Fall jetzt den Zuschauerinnen und Zuschauern mitgibt, weil der ist unfassbar wichtig in eurer Karriere und ohne den geht es gar nicht. So, ihr habt jetzt 3, 2, 1 Sekunde Zeit, darüber nachzudenken. Und ich fange einfach mal an. Anna, was ist der Megaskill? Mut, jawohl, alles klar. Lara. Für deine Idee begeistern. Begeisterungsfähigkeit, jawohl. Jonas. Da würde ich noch ergänzen, ein richtig, richtig geiles Team. Jawohl. Teampower. Eike. Lernfähigkeit. Super. Und ich sage auch Mut zur Persönlichkeit. Wunderbar. Nochmal der Tipp auch von mir, sucht euch Co-PilotInnen in eurem Netzwerk, die dazu wertvolle Skills mitgeben. Wichtig ist, dass ihr auch nachhaltig mit euch umgeht und volle Power aus euch schöpfen könnt. Und das funktioniert besonders gut, wenn ihr positiv in den Arbeitstag startet und das wirklich gerne tut, was ihr mit jeder Phase eures Körpers gerne möchtet und euch wichtig ist. Und stellt euch die Frage, was würde der Welt fehlen, wenn es eure Geschäftsidee nicht mehr gäbe? Und genau da gilt es, Antworten zu finden, die nicht nur euch begeistern, sondern vor allem auch eure potenziellen KundInnen. Und ich danke ganz, ganz herzlich an dieser Stelle Jonas von Urban Hive, Lara von Allcup, Eike von Lots to Drive und Anna von Baby One. Und ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr so offen die Fragen beantwortet habt. Der Stream ist ja nach wie vor abrufbar und ich hoffe, dass ihn sich ganz, ganz viele ansehen werden. Ich fand es super spannend mit euch. Ganz herzlichen Dank. Und auch nochmal ganz herzlichen Dank an Startup Teams für ihr Engagement und den diesmaligen Partner auch das Reach Regio Startup Center der Uni Münster. Und vor allem danke an euch da draußen hinter den Screens für eure spannenden Fragen. Ihr habt richtig gut mitgemacht, richtig klasse. Und schaut euch hier weiter im YouTube-Channel um oder aber auf der Webseite von Startup Teams und informiert euch über weitere spannende Eventformate und Skills, die euch helfen können. Und ja, wie ich es als gebürtige Niederländerin immer gerne sage und abschließe, und die meisten Münsterländer müssten das auch verstehen können. Achtung, Achtung! Tot ziens en tot zur volgende keer. Und für alle anderen die Übersetzung, bis bald und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und zeigt Mut zur Persönlichkeit. Und ich werde jetzt mal Abendbrot machen, denn ich habe leider noch nicht das tolle Gemälde hier von Jonas. Ich muss noch meine Kresse selber züchten. Auf Watte und in diesem Topf. Also ich freue mich auf deine Innovation, ich freue mich auf den Coffee to go, auf den gebrauchten Wagen und irgendwann vielleicht auf den Babywagen. Also ich wünsche euch alles, alles Gute, macht's gut und bis bald. Ciao. Tschüss.